Der TV Rottenburg wird Ihnen präsentiert von Rottenburgs amerikanischem Restaurant, dem FBI. Hallo zum Sport am Montag. Am 14. Spieltag in der ersten Volleyball-Bundesliga hatte der TV Rottenburg mit den Berlin Recycling Volleys den amtierenden deutschen Meister zu Gast. Offiziell kamen rund 1900 Zuschauer in die Paul-Horn-Arena. Das ist in etwa der Saisonschnitt und damit ist der TVR als vorletzter Zweiter der Zuschauertabelle. Hinter Berlin übrigens mit knapp 4800 Fans. Die Berliner brachten sogar einige Fans mit nach Tübingen. Der TVR mit 4 Punkten bis dato. Zuletzt hatte man beim Rekordmeister und Tabellenführer VfB Friedrichshafen in 3 Sätzen das Nachsehen. Viel zu tun derzeit für Mannschaftsarzt Dr. Mike Schwitalle und Physiotherapeutin Sabine Schepperle und Co. Mit Nagel, Schickmann und Tränkler fielen 3 Spieler verletzt aus. Zudem musste Team Grosser krankheitsbedingt passen. Der Meister gewann unter der Woche im französischen Toulouse mit 3:1 und hat damit weiterhin alle Chancen aufs Weiterkommen in der Champions League. Deshalb wurde von Coach Luke Reynolds auch rotiert. So war Nationalspieler Robert Kromm zwar da, spielte aber keine Sekunde. Erster Punkt durch den Block von Steven Marshall. Aufschlag Alexander Okolic. Der TVR begann nach dem Motto Idi und die jungen Wilden. Neben dem Kapitän durften vor allem die Jungen ran. Einer davon Johannes Schief mit der 14 und der Jugendnationalspieler aus Reutlingen sorgt hier für den ersten Rottenburger Punkt. Lars Wilmsen bringt den Ball ins Spiel und der Meister bringt ihn nicht wieder zurück. TVR-Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberger begann mit den Mittelblockherren Wilmsen und Henning, dazu Schief, Mönnich und Idi, Cipollone auf der Zuspielerposition sowie Libero Elsässer. Bock auf Block. Der TVR hielt von Beginn an sehr gut dagegen. In der Bundesliga stehen die Berliner ja mit 28 Zählern punktgleich mit den United Volleys Rhein-Main auf Rang 3. Friedrichshafen führt mit 39 Punkten souverän das Tableau an Paul Carroll verkürzt. Berlins Zuspieler Sebastian Kühner macht's direkt. Aufschlag Georg Klein. Und ein klasse Passierball von Johannes Mönnich, der passte ganz genau. Und das war der Kapitän, Routinier Idi, zuletzt bei seinem Ex-Club in Friedrichshafen wurde er noch in Absprache mit seinem Coach geschont. Die Hausherren mit couragiertem Auftritt. Und mit tollem Einsatz, auch wenn der Punkt hier an die Gäste geht, wieder Paul Carroll. Gleich noch so eine Rallye, anschnallen bitte. Klein ins Aus und Hans flippt aus. Mein lieber Mann, seine Jungs mit viel Leidenschaft und einer 2-Punkte-Führung. Die Stimmung auf den Rängen natürlich prima. Erst Mitte des Satzes drehte der haushohe Favorit das ganze. Block von Okolic und Adam White und Luke Reynolds mit der Geste auf die andere Seite. Müller-Angstenberger war ihm wohl zu engagiert an der Seitenlinie, da muss er durch. Das ist eben sein Temperament. Zudem taten sich seine Jungs unerwartet schwer. Wir sind in der Schlussphase, der TVR lag nun doch ein paar Punkte hinten, kämpfte sich aber mit mutigem Spiel und viel Leidenschaft nochmal ran. Auch wenn man in dieser Szene von einem Fehler der Hauptstädter profitierte, 22-23, Anschluss, geht da noch was? Erstmal nicht, Okolic sorgt für den ersten Satzball. Aufschlag Kühner und Idi bleibt an Okolic hängen. Schade, so geht der erste Satz dann doch mit 25-22 an die Recycling Volleys.
Im zweiten Satz packte das Star-Ensemble von der Spree eine Schippe drauf. Vor allem in der Annahme hatten die Schwaben nun einige Probleme. Marshall mit dem 5:9 aus Rottenburger Sicht. Doch der TVR versuchte alles, beispielhaft dieser Ballwechsel. Aufschlag des starken Zuspielers Sebastian Kühner und Libero Hannes Elsässer mit artistischer Fußballeinlage. Hannes, der Libero. Am Ende geht der Punkt aber an Berlin, aber wir schauen nochmal hin. Klasse Rettungstat direkt vor dem Anschreibetisch bei Axel von Elsässer. Der spielt ja auch hin und wieder in Tübingen. Fußball gelernt ist gelernt. Ja, aber lernen konnten die jungen Wilden dann aber auch in der Folge von den volleyballerischen Fähigkeiten des deutschen Meisters. Berlin glänzte zwar nur selten, zog in der Endphase dann aber doch deutlich davon. Dennoch versuchte der Tabellenvorletzte weiter alles und wurde auch ab und an belohnt. Paul Henning macht hier kurzen Prozess. Nach dem Ausfall von Nagel hat er ja viel Spielzeit derzeit. Und das war der Captain Idner Martins, kurz Idi. 15:20 der Zwischenstand, danach 4 Berliner Punkte in Folge. Ergo Satzbälle satt beim TVR, nun Philipp Jankowski für Cipollone auf der Zuspielerposition. Super Einsatz von Schief, dann stellt Baba zu Idi und der zielt aber sowas von genau. Die Linie entlang, erstklassig platziert, erster Satzball abgewehrt. Doch den zweiten nutzte dann Egor Bogaschew und somit hieß es 16:25 und damit 0:2 nach Sätzen. Im dritten Durchgang durfte Routinier Dirk Mehlberg für Hannes Elsässer als Libero ran und das war Lars Wilmsen, der sich am Netz immer wieder behaupten konnte, der TVR bot Berlin weiter Paroli. Nächstes Beispiel, bitteschön. Mein lieber Mann, Idi lässt es krachen, 14:17. Und gleich danach nochmal. Kühner dann aber auch. Auf diese Art machte er einige Punkte. Wie gesagt, starke Partie der Nummer 10. Wie schon in Satz 2 stand es nun 15:20. Aber der TVR versuchte nochmal alles. Idi, volle Segel aus der zweiten Reihe zum 19:22. Wenig später aber erster Matchball, Aufschlag durch die Nummer 1, durch Okolic. Ja, den konnten die Rot-Schwarzen nur mit Mühe verteidigen und schließlich macht Egor Bogaschew mit dem 25:20 den Deckel drauf. Um Punkt 9 durften sich die Gäste freuen. Die Berlin Recycling Volleys gewinnen am Ende mit 3:0 und wurden ihrer Favoritenstellung gerecht. Der TVR zeigte einen frechen Auftritt und hatte viele starke Aktionen. Das macht Mut für die kommenden Spiele. Die ersten Stimmen gab es ja schon am Sonntag. Weitere Reaktionen gibt's jetzt. Ja, ich denke, bis auf den zweiten Satz vielleicht war es eine ganz gute Leistung. Auch vor dem Hintergrund, dass wir relativ viele Verletzte wieder haben und alle anderen das irgendwie auffangen müssen und wir dann viel trainieren. Von daher, vor dem Hintergrund war das eine ganz gute Leistung heute. Insgesamt schwierig bei euch gerade, du hast es angesprochen, viele Verletzte, weiterhin erst 4 Punkte. Aber gut, da müsst ihr durch, hilft ja nichts. Ja, das ist gerade gegen so einen Gegner, es ist eher leicht, das dann zu vergessen, wo wir stehen und dass wir Verletzte haben. Da macht es einfach nur Spaß, dann zu spielen und versuchen, so viel wie möglich rauszuholen gegen die.
Aber klar, jetzt kommen die nächsten Spiele und da geht es natürlich eher um die Wurst als heute. Ja, ich denke, wir haben stellenweise echt gut gespielt und ich denke auch für lange Strecken auch gut gespielt. Haben dann, ja, in der Annahme mal Probleme gehabt zwischendurch, Phasen gehabt, wo es nicht so lief. Aber am Ende konnten wir uns wieder rankämpfen teilweise. Und ich denke, erster Satz war sehr gut und dann im zweiten Satz haben wir uns hintenrum rangekämpft und im dritten genauso. Also es war auch gut gespielt von uns noch. Dennoch insgesamt so ein Spiel hier vor eigener Kulisse für dich als junger Spieler gegen den deutschen Meister, das hat ja was, da kann man ja auch nur dran wachsen, oder? Ja, das ist klar. Also es ist einfach ein sehr hohes Niveau und dann habe ich halt als Angreifer oder Verteidiger einfach, klar, Bälle schwieriger, aber daran kann man wachsen und dadurch kann man sich verbessern. Und die Spielerfahrung kommt nur dadurch. Ja, wir haben jetzt wieder doch ein bisschen durchrotiert. Ein paar von uns haben in den letzten Spielen weniger gespielt und dann hat man halt in ein, zwei Situationen auch gemerkt, dass da noch so ein bisschen dieser letzte Feinschliff fehlt. Aber ich denke, wir haben das im Spiel gut über Kampf und über Emotionen wieder rausgeholt. Und ja, die Rottenburger haben stark gegengehalten und haben uns alles abgefordert. Deswegen war es ein sehr cooles Spiel auch für uns. Unter der Woche der 3:1 in Toulouse, dann so ein Spiel beim Tabellenvorletzten, ein paar Tage später, ist das ein Problem, aber ihr habt ja eben diesen breiten Kader, du hast ja schon angesprochen. Ja, genau. Das sind dann die Situationen, wo dann halt so mal die Auswechselspieler ein bisschen mehr machen können. Die sind dann halt motiviert und nicht ganz so müde. Aber letztendlich ist das ja jetzt auch die letzten Jahre schon immer so gewesen, dass wir diesen Wechsel zwischen diesen Champions-League-Spielen und Bundesliga-Spielen haben und die Doppelbelastung. Damit müssen wir einfach umgehen. Darum trainieren wir auch in der Vorbereitung viel, dass uns dann die Kräfte nicht ausgehen. Ist da noch ein bisschen hin? Also die entscheidende Phase der Saison kommt ja erst. Alles im grünen Bereich. Ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen holprig in die Saison gestartet, haben uns jetzt aber gefasst. Wir haben jetzt die letzten Spiele immer gepunktet, da wo wir punkten konnten. Und ja, die Champions League geht jetzt in die Endphase, die Hauptrunde geht in die Endphase. Wir gucken, dass wir am Ende so weit wie möglich oben stehen. Und dann in den Playoffs, wie gesagt, wird dann abgerechnet und da kommt dann erst unsere Zeit. Nach 19 Minuten gegen den deutschen Meister war es dann doch 0:3. Dennoch, es waren auch viele gute Phasen dabei. Ja, auf jeden Fall. Gerade erster und dritter Satz ist gut. Zweiter Satz brechen wir leider wieder ein bisschen ein. Ist schade. Da kommen wir nicht schnell genug aus unserer Fehlerketten raus. Das ist so ein bisschen das Problem der Saison. Trotzdem glaube ich, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war, auf jeden Fall. Du durftest heute von Beginn an und durchspielen gegen den deutschen Meister zu Hause. Das hat ja was, oder? Ja, unglaublich. Also wirklich unbeschreiblich. Normalerweise Berlin schaut man irgendwo Champions League an und dann spielst du gegen die. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, gerade für mich als junger Spieler. Also ich bin eigentlich fast durchweg zufrieden, ja, weil die Mannschaft super Charakter gezeigt hat. Wir haben uns vorgenommen, das zu machen, was wir in den einzigen zwei Trainings diese Woche machen konnten, weil wir nur 8 Spieler waren von 14 und bis Donnerstagabend durch jetzt wieder die neuen Verletzten und Kranken und so. Dann wollten wir einfach uns voll reinhängen, begeisterndes Volleyball spielen, die Zuschauer mitnehmen. Ich glaube, es ist der Mannschaft super gelungen. Also, wir haben schönes Volleyball gespielt teilweise, wir haben Rallyes gespielt, wir haben den Gegner auch so ein bisschen aus seiner Fassung gebracht. Der gegnerische Trainer hat auch sich irgendwie durch unser Spiel angesteckt gefühlt und zum Nachdenken, zum Grübeln gebracht. Und die Spieler auch teilweise des Gegners. Also wir haben, glaube ich, Berlin so ein bisschen aus der Komfortzone geholt. Respekt für mein Team und toll, dass die Jungen dann schon ein paar Glanzlichter gesetzt haben heute. Genau, vor allem Johannes Schief heute durchgespielt, kommt dann so oft vor, von Beginn an dabei. Ja, Johannes hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat er in Hersching gemacht schon, hat er auch gegen Friedrichshafen ja, über den zweiten Satz gespielt und in Rhein-Main hat er auch schon gespielt. Also der macht seine Schritte, ja, super, toll, also auch im Angriff eben schöne, wertvolle, intelligente Punkte. Und auch Johannes Münnig, dann, als er wiederkam, dann so richtig frei gespielt, tolle Aufschläge, gut so druckvoll. Hab dann auch gemerkt, wie ich so ein bisschen ins Raunen durchgehe und dann im Angriff auch. Ja. Also hat er schon auch einfach jetzt also schon mal so richtig gezeigt hier, dass er sich entwickelt hat. Bei den Jungen ist ja immer wieder, dass sie sich entwickeln, dass sie ihre Schritte gehen. Und das ist ja unglaublich schwer, wenn die Jungen früh in der Saison in die Pflicht kommen, die Saison dann so läuft, wie sie ist, man nur einen Sieg hat und die Jungen dann ja mental, aber das war halt nicht da, die haben sich so richtig frei gespielt. Es war schön zu sehen, wie die Mannschaft gelebt hat und dass wir unseren Charakter nicht verlieren, vielleicht sogar eher gewinnen in der Krise. Und wenn das jeder kapiert, dann bin ich sehr optimistisch.
Damit bleibt es also bei 4 Punkten für die tapferen Rottenburger. Am Fasnet-Samstag geht's zum badischen Rivalen nach Bühl, dann kommt Lüneburg und mehr zum TVR dann noch in dieser Woche. Das war's vom Sport. Tschüss aus Tübingen. Der TV Rottenburg wurde Ihnen präsentiert von Rottenburgs amerikanischem Restaurant, dem FBI.